Und weiter geht's. Wir sind jetzt gerade in das Heiligtum des Drachen gekommen. Und wollen mal schauen, was es hier Feines gibt. Schwäche, Rüstung, Distanzkampf. Lebst du dort drüben oder bist du ein... Sehe ich noch nicht. Vorsicht vor zäher Feind. Das ist das Vieh dort. Was ist denn das? Ist das ein Schwanz? So, und was gibt's hier noch? Ist das wie so was Typisches? Berühre mich. Ja. Okay, also das ist einfach nur mal zum Zeigen, du kannst solche Schalter auch so betätigen. Vorsicht vor zäher Feind. Ah! Ich verstehe, dort oben stehen welche. Du wirst nicht das Problem, sondern eher die anderen hier. Au. Au. Okay, Giftmoos, Giftmoos. Eieiei. Okay, nächstes Mal anders machen. Du bist nicht da. Okay, versuchen wir es mal langsam ranzugehen. Mal gucken, ob wann er. Shit. Das sind wieder solche Scheißfeinde. Da kann man dann sagen, jetzt probieren wir mal ganz kurz. Kann man die hier schon fokussen? Die Schatten? Ja. Okay, damit sind sie anders als die im Wald. Komm jetzt. Ah, okay. Ihr seid also ein bisschen besser. Lass mal die Schattengestalt, wenn man euch einmal anbumselt, verliert er das. Das kriegen wir doch nochmal hin. Ach, Schützenposition, weil es hier erhöht ist. Lebt ihr? Krieg ich den hier irgendwie ran? Also kommt, das ist lächerlich. Das wäre schon längst ein Treffer gewesen. So, gibt's noch mehr von denen? Nee. Wir nehmen den einmal. Geh zurück in den anderen Raum. Jetzt ist mir lieber hier. Oh. Warum hat er gerade seine Rüstung das eine Mal abgezogen und das jetzt nicht? Schwäche Rüstung? Scheiße, was mache ich gegen den jetzt? Kannst du bitte wieder zurückgehen? Nee. Okay, wir rennen weg. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Gegner agieren soll. Wie habe ich denn das erste Mal bei dem einfach das weggehauen? Ich habe zumindest... Mit dem Bogen, ist das der Magieschaden jetzt direkt gewesen oder ist das extra Schaden? Verursacht, dass man da durchkommt. Ich meine, danach war der ja normal angreifbar. Schwäche Rüstung. Was ist denn Schwäche Rüstung?
Und am Ende kommt nur so ein normaler Typ raus. Warum ist da Blut? Warum leuchtet das so? Du musst die Rüstung. Ah, okay, das ist der Geist zu der Rüstung gehört. Richtig? Wie habe ich denn das? Da ist mein erster Schuss ja ganz glücklich dorthin gegangen. Alles klar. Na gut, muss man erstmal wissen. Welche Rüstung? Da habe ich das erste Mal durch Zufall den erledigt. Na? So, was haben wir hier Feines? Normale Truhe. Interessantes Gebiet, auf jeden Fall. Aber viele Pfeile. Ich glaube, es ist gut, dass wir erstmal den Weg machen, so also kann es nicht mehr von der Seite anspringen. So, hier eine Truhe. Dass dieser Anzeige natürlich genau da ist, wo ich mal gucken will. Ist nichts. So, was steht hier noch für eines? Wir sind von Dickwanst, aber Freund vor. Was? Katharina-Helm! Die Rüstung vom Zivilritter ist das doch. Dieser Helm machte einen recht absurden Eindruck. Durch seine vielschichtigen Bauweise wehrt körperliche Angriffe ab. Zwiebelförmiger Helm. Genau, und wir haben jetzt auch, wie gesagt, die Krone vom König oder aber des alten Eisenkönigs. Sagen, guckt mal. Ich hab's DLC durch. Sieht alles normal aus. Erstmal. So und das. Hier die Scholle. Gut, okay, die kann man. Wie bringt die denn die Schollen nochmal so zum. Wie gesagt, bei den Rittern. Okay. Damit könnte man jetzt hier weitergehen. Vorsicht vor links. Da hatten wir einen schon besiegt. Da sind zwei nach rechts. So, einer kommt. Ah, das ist eine Falle. Ah, die haben wirklich was zum Heilen. Okay, ich sollte weggehen. Dann macht der Sprung. Kriege ich dich von hinten? So, wo ist der Auslöser? Irgendwas greift gerade an. Okay, dich kriegt man wenigstens weg. Der Stein? Ah, okay. Da. Ich weiß nicht genau, was du machst. Schluss auf welche Rolle schlüssen. Ach, du warst männlich. Du sahst eher so ein bisschen anders aus. Oh. Fleisch.
Aber wisst ihr was? Ich würde eigentlich. Soll ich es sofort? Da mal nämlich Bogenschützen erstmal. Da kam ich nicht mehr weg. Ja, da ist ein kleines Loch. Wir gehen mal runter. Balsam. Menschenbild. Gut, da habe ich einige verbraucht beim Schmerzedämon. Phantom und dann Falle. Kann die hier irgendwie durchlocken? Ach nein. Okay, mal einmal unten kommt man nicht wieder hoch. Das sind Tischgemeine. So, und hier irgendwo ist der zweite Schalter. Geht da drüben noch was auf? Shit, da will ich rüber. Muss man jetzt hier oben was anschalten? Kann nicht sein, dass man jetzt nicht wieder zurückkommt. Wirklich jetzt? Ja. Einmal hier unten ist man drin. Ah, okay, ich verstehe. Mal Reparatur. Kit. Stimmt eigentlich, wenn man hier jemanden rankriegt, kann man einfach hinterrennen und das sofort aktivieren. Sackgasse. Hier ist eng. Mein Schwert nicht gerade viel Spaß haben. Der Gesang wieder. Loch, Vorsicht vor Loch. Klingt so, als würde irgendwas nach unten fallen. Danke, das ist eine Reparaturpulver. Ganz kurz mal. Ist ein bisschen wie Pfarrers ist das hier. Shit, würde gern zurück. Ah, ich dachte, der Schalter ist auch noch viel unten. Das ist natürlich ärgerlich. Ist aber auch sehr gemein, wenn man hier runterfällt, hat man den einen an der Backe. Plus die Nekromantin, plus von. Rechts, die werden auch aktiviert und wollen auch natürlich noch einen Spaß an einem selbst haben. Nun gut. So, wir testen trotzdem noch ein was, nämlich ist der Boden. Guckt mal die Riefen an der Wand, da kann durchaus was kommen. Hier könnte man runterfallen. Das klingt nach Insekten und Ausrüstung. Wir gehen mal ganz langsam. Da vorne ist ein Fensterchen. Links und dann Distanzkampf. Versucht's. Fein voraus. Okay, da kommt also irgendwas raus. Sehen wir da schon irgendwie, was es ist? Ein Ritter. Und dort hinten sehe ich noch einen Ritter. Wir können versuchen, den einen erstmal anzulocken. Ich
glaube, der hat was gemerkt. Kommst du? Ich will nur dein Bestes. Okay, man kriegt alleine schon Gift durch seine Nähe. Kann man die Falle hier aktivieren? Nein, oh Gott. Nein! Oh Gott, was habe ich denn gerade gemacht? Uiuiui. Probieren wir ganz kurz die Falle aus. Alles klar. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob es dazwischen noch mal sowas gibt. Seele eines Helden. Menschenbild. Sieht aber auch aus wie so ein Duschgang, das dort. Grundstein. Nicht für sich tragen. Oh, drei Stück. Das ist echt eine gute Stelle hier. Das Schöne ist, dass er von unten anfängt, nicht gleich von oben. Das heißt, man rennt auch rein. Okay, gut. Haben wir das gemacht. Dann gucken wir mal langsam weiter, was es hier noch gibt. Da oben ist ein Schalter. Dann nehmen wir den oben noch. So, was passiert jetzt? Irgendwas damit bewegt. Aber wo? Hier unten? Glaube ich nicht. Ja. Doch. Aber ist doch auch noch eine Kiste. Mysteriöses Steinschwert. Achso, der Streitkolben von den Viechern, okay. Der Streitkolben der Soldaten des Heiligtums. Die Waffe wurde beim Erwachen des schlafenden Drachen Sinn mit Gift verderbt. Bloße Sterbliche würden durch das beim Führen der Waffe verströmte Gift ersticken. Für die verderbten Heiligtumsoldaten spielt dieser Umstand jedoch keine Rolle. So. Mysteriöses irgendwas. Ich vermute, das kann man da reinstecken und damit irgendwas aktivieren. Mysteriöses, wo ist es? Kampf. Hier, das sieht gut aus. Ein Schwert mit unterteilter Klinge. Beim Schwingen teilt sich die Klinge und teilt einen peinlichen Treffer aus. Aus seltsamem magnetischen Gestein von erstaunlicher Stärke fertig, das nur tief in den Höhlen des Lochs vorkommt. Moment, das will ich gleich mal testen. Das klingt interessant. Hier.
So zur Peitsche. Wie stark ist das? 120 Grund und hat was? S of Geschick. Okay, das kann ich sogar mal merken. Dunkel trifft übrigens, habe ich auch nicht getestet. Ach hier, weil es unsichtbar ist. So, egal. Wir nehmen wieder bitte unsere alte Waffe. Ich habe inzwischen mal wieder verkauft. Dieses mysteriöse Steinschwert wird doch bestimmt jetzt auch für irgendwas gut sein, weil jetzt haben wir hier alles getan. In die Richtung gehend. Weil der andere Weg geht ja nur noch hier lang. Das heißt, wir müssen ins Loch fallen. Oh Gott, hier sind Insekten. Wir nehmen mal gleich den Stein. Da ist irgendwas. Kriegen wir den ran? Ja. Okay, da kann man also dort runter. Schwächerüste. Ah. Nein. Oh. Okay, ja, schwäche Rüstung, aber wo sitzt die Rüstung dazu? Die hätte so einen roten Schimmer. Da wir das noch nicht sehen, würde ich sagen, können wir das Vieh nicht angreifen. Das ist aber interessant, das ist neues. So, das sehen wir schon mal ein. Boah, der Weg ist einfach viel zu lang hier, finde ich. So, da ist noch einer. Ich hoffe vor allem, dass die mit der Rüstung, wenn einmal besiegt, weg sind. So. Na, der Weg gefällt mir aber ehrlich gesagt lieber als der, weil hier ist noch nicht ganz, wo die Rüstung ist. Hier sind die Stacheln. Wabert irgendwas. Wenn ich einmal runterfalle, weiß ich auch nicht, ob ich wieder herkomme. Fragen über Fragen. Hab ich groß gesehen. Mindestens noch eins von den Viechern ist da, nämlich da unten. Kriege ich aber leider nicht hin, oder? Schon Fallangriff. Los geht's. Ah, fuck. So, wo ist eins? Da sind welche. Oh je. Au. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht durch sowas sterben, ey. Das wär's. Ich habe nicht übel besiegt, um jetzt durch sowas sich abzunibbeln. Eine eklige Stelle und mein Schwert. Moment, hier ist noch was. Ist nicht vorbei. Da oben. Die Haufen Viecher, deine Ausrüstung geht kaputt. Du machst keinen Schaden mehr und die können ja doch ein bisschen Schaden auch so erzeugen.
Ja, die Gegenstände ist eklig. Die Gegenstände. Die Gegend ist eklig. Ja, yeah, ein bisschen kacke. Goldfruchtbalsam. Hier liegt was in der Luft. Das ist aber kein Insekt, das wird umsonst Tür. Gut. Hier unten ist viel Stück viel rot, ja. Das. Das Wurfmesser. Das könnte man hier wieder hoch. Das ist eine Sackgasse. Nee, da geht's weiter. Flintsring. Was ist das schon wieder Feines? Ein Ring, der einzigartig aussieht. Flintsring. Flintz. Ja. Verringert Belastung, erhöht körperlichen Angriff. Flynn war bekannt. Ring des berüchteten Diebes Flynn. Erhöht körperliche Angriffe mit der Stärke des Windes. Im proportionalen Verhältnis zur verringerten Belastung. Flynn war bekannt als kleiner Kämpfer mit großer Kraft. Selbst die besten Krieger des Landes konnten ihn nicht fassen. Okay. Nettes Teil. Ach, und damit bin ich wieder an der Stelle. Seelen, es tut langsam richtig weh, hier drum zu laufen. So. Tja, große Preisfrage, wo ist die Rüstung? Das sind Stacheln, nehme ich an. Das habe ich aber mit einer Präzision erfasst, diesen Umstand. Ich bin gerade selbst von mir begeistert. So. Wir sehen nicht die Rüstung. Das ist eine normale Blutlache. Wo ist dort gerade... Ja, der wird mich sehen. Der steht auch in meine Richtung. Tja, wenn nicht anders hilft, versuchen wir es mir den Schaden zu betätigen. Was passiert? Kann ich hier am Rand langlaufen? Ja. Dann kann ich schon das in den Raum drüben mal einsehen, da sind auch Stacheln. Ja, vielen Dank. Ich habe die Wahl zwischen dem beschissenen Raum und dem Raum dort drüben. Ich könnte natürlich auch versuchen, dort vorzugehen, wenn keine Gegner sind. Oder ich werfe einen Köderschädel, das könnte man auch mal machen. Moment, wir haben da so viele Köderschädel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle schon... Wo sind sie denn? Da sind sie. Ich sehe leider nicht, wo die Rüstung ist. Wie weit kann ich den werfen? Ich muss mich ja nur vorbewegen. Schädel. Dafür habt ihr eure Daseinsberechtigung verwirkt. Das hilft nicht, ich muss hier mal durch. Das zweite. Das sind die bestimmt Übungen, ja.
Okay. Ich muss gerade durchrennen, weil ich kann gerade eh nichts machen. Ich hoffe, dass die noch irgendwann aufhören. Finstergeist voraus, na geil. Und das noch. Feuer, geil. Nein, fuck. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Können wir bitte... Nein, 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 nein. Nein. Ich kann nicht durch. Oh, diese Scheißviecher. Wie bitteschön. Oh. Oh. Man hat doch keine einzige Abkürzung gefunden. Möchte ich noch dazu mal sagen. So. Die Steinplattformen sind da. Oh, ist das eklig. Oh, nee. Ich glaube, ich mache mal eine Pause. Das war gerade zu heftig. Wenn du nicht weißt, wo diese scheiß Rüstungen sind, dann hast du die ganze Zeit diesen Geist hinter dir her. Okay, ich mache mal Pause. Bis gleich.